Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Wir sind wieder zurück im Himmelsrand und sind kurz davor, die nächste Schlacht zu schlagen und die Festung Grünwall einzunehmen. Das steht uns in dieser Folge bevor. Bevor wir das allerdings machen, würde ich noch mal gerne kurz hier die Schmiedin aufsuchen. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin geht. Wollt ihr euch schützen denn oder Schaden aus? Ich habe noch ein bisschen was zu verkaufen. Es ist, glaube ich, nicht viel, aber es nimmt mir zumindest ein bisschen Inventarplatz weg. Und da haben wir zum Beispiel die kaiserlichen leichten Armschienen und so weiter. Die würde ich ganz gerne vielleicht versuchen aufzurüsten. Ich glaube nicht, dass ich dann besser dran bin mit den Lederkundschafterhandschuhen. So, als mit den Lederkundschafterhandschuhen. Aber das bringt mir auf jeden Fall ein paar Skillpunkte in Sachen Schmiedekunst. Genau, und deswegen, ich hatte hier noch irgendwo, glaube ich, bei Waffen, ich glaube bei Waffen war es, ne? Hatte ich hier noch einen. Ich habe doch im Vorrein oder im. Gut, vielleicht. Naja, also ich habe auf jeden Fall eben gesehen, dass ich irgendwie noch einen Stahl-Zweihänder der Himmelsschmiede irgendwie gehabt haben soll. Aber vielleicht habe ich das auch schon irgendwie selbst Vergesst nicht auf verkauft. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich weiß es nicht. Guck noch mal gerade jetzt hier nach. Button. Da ist er doch. Gestohlen. Ich habe den gestohlen, deswegen kann ich ihn nicht verkaufen. Das ist der Grund. Okay, cool. Oder nicht cool. Dann hängen wir den mal weg, wo auch immer wir den hinpacken können. Den können wir auch hier hinpacken, oder? Nee. Hätte ich mal lesen sollen, ne? Wahrscheinlich die ausgerüstete Waffe hängt man drauf. So. Genau. Gut. Und der Crappers oder der Krappers, ich weiß nicht. Deutsch, Englisch, schreib es mir gerne in den Kommentar, falls du, wie das denn ausgesprochen wird, falls du es noch nicht getan hast. Ich weiß es nicht. hat mir auf jeden Fall geschrieben, dass man ja die Favoriten auch festlegen kann mit Shortcuts. Also ich kann ja hier mit Q, kann ich, ihr seht es, ich habe es schon getan, kann ich eben meine Favoriten entsprechend schnell zuweisen, geht aber noch schneller, indem ich die einfach mit Steuerung 1, 2, 3 bis 9, gehe ich mal von aus, einfach zuweisen kann und dann eben Shortcuts oder als Shortcut zuweisen kann. Und das funktioniert ziemlich gut, dachte ich. So, genau. Ja, das klappt jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich den eben weggelegt habe, den Streitkolben. Deswegen muss ich ihn nochmal in meine Favoritenliste packen. Ist er? Ja, jetzt ist er's. So, und dann kann ich nämlich hier auf Steuerung 2 kann ich den Stahlstreitkolben legen. Und dann klappt das nämlich auch wunderbar. Ja, vielen Dank für den Tipp. Das wird mir, glaube ich, noch auf den Arsch retten, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Und dann glaube ich, können wir jetzt. Guck mal, ich habe 160, genau. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Nee, mache ich nicht. So, ich habe ja natürlich jetzt eine Sache wieder vergessen, nämlich die Rüstung der Kaiserlichen. Ihr merkt es, ich bin gerade ein bisschen planlos unterwegs, denn ich wollte gerade mal gucken, zuallererst, bevor ich die wieder wegpacke, die Rüstung, ob ich die verbessern kann. Das war jetzt das allererste Interesse. Dafür brauche ich aber Leder. Und für das kaiserliche Schild brauche ich einen Stahlbarren. Das müsste ich doch haben, oder? Müsste ich nicht Leder haben? Also nicht dabei, höchstwahrscheinlich. Die Goldbarren kann ich auch noch loswerden. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Faden wieder gefunden. Wenn es euch gefällt, was ich tue, lasst mir gerne einen Daumen nach oben auf das Video da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann ja,
herzliche Einladung, meinen Kanal zu abonnieren und dem Let's Play beizuwohnen, regelmäßig, indem ihr die Glocke betätigt. Dann kriegt ihr nämlich mit, wenn ich neue Videos hochlade, auch eben zu diesem Projekt. Vielen Dank natürlich auch für eure Unterstützung, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet. Kommen wir wieder zu den inhaltlichen Dingen. Goldbarren, die würde ich ganz gerne ablegen. Den Silberbarren auch. Ich glaube nicht, dass ich den gerade brauche. Ich habe noch 17 Lederstreifen. Ich würde mal gucken, ob in der Truhe hier... Genau, guck mal, hier haben wir doch Leder. Noch und nöcher. Ich glaube, da reichen jetzt auch, wenn ich mal so 4 mitnehme. So. Habe ich denn auch einen Stahlbarren? Habe ich auch. Guck mal. Super. Dann nehmen wir das doch mit. Wie gesagt, das wird nachher wird die Rüstung wahrscheinlich eh ins Haus kommen auf einen Rüstungsständer. Weil ich sie nicht brauchen kann. Da kommen ja noch ganz andere Rüstungen. So, erfordert Leder. Das ist dann fein. Und dann haben wir Rüstung 12. Und verbessern. Leder, jo. Auch den. Da ist nur hochwertig angesagt, anscheinend. Okay. Und sonst kann ich nichts aufwerten. Na gut, aber ist doch schon mal nicht schlecht. So, dann gucken wir jetzt nochmal, wie der Vergleich denn so ist zur Rüstung, die ich jetzt trage. Also, wir haben die. Ah, ich verstehe. Wir haben die Beschlagene, haben wir gar nicht. Warum können wir denn die Beschlagene nicht aufwerten? Kaiserliche leichte Stiefel habe ich 16. Und das sind 19. Also es wird so oder so nicht passen. Was gibt's denn? Bringen wir die erstmal wieder zurück. Warum ich die beschlagene Rüstung nicht aufwerten kann, das bleibt ein Rätsel, das ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt. Ich tippe mal auf fehlende Skills. So, also ablegen, ablegen. Ich glaube, hier sind doch die ganzen Steine dran, ne? Ja. Da mache ich jetzt gerade ein bisschen Mischmasch. Aber ist im Grunde genommen alles Bekleidung. Deswegen passt das schon. So, das sind alles Gegenstände, die nachher verzaubert werden. Alles für den Skill. Und dann schauen wir nochmal. 129 von 325 Traglast. Das ist auch bitter nötig. Wenn wir nachher die Festung einnehmen, wird es wahrscheinlich... wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen Rüstung, ein bisschen Waffen geben, die wir dann nachher verkaufen können. Alles dann nachher zur Finanzierung meines Hauses. Und ich glaube, dann sind wir jetzt auch soweit fertig. Ich würde jetzt die Karte nehmen. Wir haben genug Zeit verloren. Würde jetzt einmal per Schnellreise hier nach Rifton mich teleportieren. Und ah, ich sehe gerade, ich habe noch eine Stufe, die ich aufsteigen kann. Ah, das ist doch super. Überfall bei Nacht. So würde man es doch auch wahrscheinlich in der Realität machen. Guck noch mal gerade. Nee. Nein, auch nicht. Jetzt aber. Also, was habe ich denn noch? Magiker 110. Gesundheit 170. Ich glaube, ich würde nochmal auf Gesundheit gehen. Und mal gerade auf die leichte Rüstung gucken, ob ich jetzt hier irgendwas noch machen kann. Kann ich. Erfordert 40. Perfekt.
Und ich habe noch ein Talent, das ich verbessern kann. Das hört sich doch auch gut an. Wiederherstellung. Das ist auch etwas, was ich gerne. Für die Hälfte der Magicka. Ich glaube, das würde ich auch ganz gerne nehmen. Okay. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Das sieht nach Krawall aus. Was macht er? Okay, anscheinend hat er sich anders überlegt. Ich war wirklich kurz davor. Jetzt komplett verzogen, ne? Witzig. Soll mir nur recht sein fürs Erste. Ah, da vorne. Da versammeln sie sich. Dann, ja, geht's dann tatsächlich los um die nächste Festung. Ding auseinandernehmen. Und die entspannende Musik dabei sehr, sehr irritierend. Jetzt hat das Spiel auch gecheckt, dass ich in einem Kampf bin. Geschnitten Brot. Auch der wäre Geschichte. Upsi. Zeiten gesegnet, dann müsst ihr halt gleich da sein. Gerade ein bisschen auf Abstand gehen, denn ihr kriegt gerade ein bisschen viel Damage. Oh, hier sind aber ganz schön viele Bogenschützen unterwegs.
So, noch jemand? Und ich glaube, das war's. Läuft hier noch irgendjemand? Euer Kopf gehört mir! Ich glaube, das war's. Ja, oder? Wo ist er denn? Irgendwo muss hier noch jemand sein. Na gut, lass mal den mal laufen. Kann da noch schöne Grüße ausrichten, wie der Kollege gerade gesagt hat. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir vielleicht mitnehmen können. Na, hier wird auch schon aufgeräumt. Aber das sieht... Na, das sind Pfeile, ne? Die nehme ich mit. Heugabel, glaube ich, brauche ich nicht. So. Geht's noch runter. Auch hier ist aber, glaube ich, mehr so Nahrungsgedöns. Erlesener Geschmack. Kommt in meine Bibliothek. Ich glaube, das vermisst hier eh keiner. Aber ich glaube, das war es dann. Dann können wir auch hier erstmal Feierabend machen. Und schauen mal, was wir dann als nächstes machen können. So, okay. Dann, da ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt auch noch mal per Schnellreise erledige. Das ist dann doch ein bisschen zu weit. Es regnet. Herrlich. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Und ja, da sehen wir jetzt also, wie sich hier Stück für Stück alles weiter rot färbt. Und wahrscheinlich müssen wir dann da oben jetzt noch irgendwo hin. Und dann geht's irgendwann marschierende Richtung Windhelm. So, es General Tullius. Aber wenn wir Winterfeste zurückerobern können, sollte unsere Nähe zu Windhelm Ulfric unruhig machen und ihn dazu zwingen, Truppen in seine Heimat zu postieren. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Rift zu erlangen. Ulfric ist jetzt bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seiner Haustür sitzen. Indem wir im Besitz von Falkenring sind, kontrollieren wir den Zugang zu Reach, Weißlauf und Rift. Ulfric wird bald einen Angriff versuchen. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten. Wie läuft der Krieg? Es gibt dort zwar nicht viel, aber wenn wir Winterfeste zurückerobern können, sollte unsere Nähe zu Windhelm Ulfric unruhig machen und ihn dazu zwingen, Truppen in seine Heimat zu postieren. Was muss getan werden, um den Krieg zu beenden? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber es ist offensichtlich. Ulfric Sturmmantels Kopf, der von seinem leblosen Körper wegrollt. Was macht die kaiserliche Armee? Was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Die Armee war schon immer da. Sorgten wir nicht für Ordnung, breche in den Provinzen Barbarei und Gesetzlosigkeit aus. Insbesondere in Himmelsrand. Nehmt zum Beispiel Ulfric Sturmmantel und seine kleine Rebellion. Ihr könnt jedoch sicher sein, dass seine Tage gezählt sind.
Davon gehe ich aus. Habt ihr in Himmelsrand gelebt? Ich komme ursprünglich aus Sirodi-Il und wurde vom Kaiser höchstpersönlich hierher entsandt. Ich werde oft an Orte geschickt, an denen es Probleme gibt. Nun, ich bin mir zwar sicher, dass das alles schrecklich interessant für euch ist, aber ich habe gerade etwas Wichtiges zu tun. Entschuldigung, ich habe aber auch noch was zu tun hier. Wie lauten meine Befehle, Sir? Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Jawohl, Sir. Für das Kaiserreich. Wie auch immer. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas. Okay. Also, es geht hier hin. Und da würde ich mich einmal. Würde ich einmal Richtung Dämmerstern reisen. Und ich glaube, den Rest kriegen wir noch zu Fuß hin. Müssen wir auf jeden Fall, denn anders geht's nicht. Mein Pferd ist auf jeden Fall weiter mit am Start. Ich werde jetzt aber ein bisschen zu Fuß gehen. Bin ich nicht so ganz der gute Reiter, oder? Jeder Gang macht Schlangen. Schon lang. Da hätten sich auf jeden Fall Wölfe, glaube ich. Könnten Eiswölfe sein. So, schauen wir mal, ob wir hier lang kommen. Ach nee, das ist ein normaler Wolf. Oder normale Wölfe. Aber auch hier nehme ich natürlich das Fell mit. Oder den Pelz. Ups. Welcher noch? Ah ja. So. Dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr weit sein. Mal auf die Karte. Ja, Stückchen geradeaus müssen wir noch. Dann irgendwann links. Ah ne, das ist auf jeden Fall ein Fuchs. Der tut mir wahrscheinlich nichts. Auch schon das Ziel sein. Da ist das Lager. Ich hasse Bogenschützen. Ja, ich weiß, was ihr meint. So, also. Legat Rickel. Habt ihr eine Meldung für mich? Melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist Festung Karstaff. Die Rebellen halten dort einige unserer Leute gefangen. Ich habe vor, dies zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich habe Kundschafter vorgeschickt. Trefft euch mit ihnen. Findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Die werden nicht mit einem Angriff von innen rechnen. Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Denkt ihr, ihr schafft das? Nichts, womit ich nicht zurechtkomme. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat.
trifft die Männer in der Nähe der Festung. Schauen wir mal, wo geht's hin? Ach, muss ich wahrscheinlich dann erstmal aktivieren, die Quests. So. Ich glaube, die ist da vorne, ne? Das ist sie. Okay. Wir marschieren mal zum Nachttor. Gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ja. Könnte wahrscheinlich auch einen anderen Weg nehmen, hier oben rum. Ich glaube, das wäre besser. Müsste ja auch jetzt irgendwo dann ein offizieller Weg sein. Oder nicht? Oder doch? War, als hätte ich irgendwie so einen Schatten gesehen, aber anscheinend habe ich mich da verguckt. Ja, ich glaube, allzu viel kommt jetzt hier in dieser Questreihe nicht mehr. Und dann würde ich mich erstmal wieder in Richtung Himmelsrand, nicht in Himmelsrichtung Himmelsrand, sondern in Richtung Weißlauf aufmachen. Und dort die weiteren Quests erledigen. Also schauen, was es da so gibt. Mal in der Taverne nachfragen, mal beim Jarl nachfragen. Und ja, dann dort eben alles weit erstmal fertig machen. Und dann haben wir ja auch noch die Gefährten, die wir... Die Questreihe müssen wir noch zu Ende machen. Hier ist auf jeden Fall ein Kaiserlicher. Ich glaube, das sieht schon ziemlich nach Festung aus. Und das sieht aber nicht nach Sturmmäntel aus. Ich glaube, das sind Banditen, oder? Ja, ich muss auf jeden Fall in die andere Richtung. Aber das kann ich auch nochmal irgendwann angehen. Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Hat wahr. Hallo. Könnt ihr das glauben? Hier ist es so kalt, dass unser Atem zu Eis gefriert. Was tun wir hier oben überhaupt? Ich vermute, Tullius will sicher gehen, dass alles in Ordnung ist, bevor er ernsthaft gegen Ostmarsch vorgeht. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr da seid. Wir sind wieder in der Minderheit. Sogar noch mehr als damals, als wir den Wagen übernommen haben. Aber zusammen können wir es schaffen. Wie lautet der Plan? Es gibt ein Gitter vor der Mauer. Es sieht aus, als wäre es von Schnee begraben gewesen. Vermutlich wissen sie nicht, dass es dort ist. So wie es aussieht, geht es dort sicher geradewegs ins Gefängnis. Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten. Sobald die Gefangenen gerettet sind, geht hinaus auf den Hof. Wir stehen hier draußen Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir hereingestürmt. Ich bin dabei. Wartet lieber bis zum Einbruch der Nacht, bis ihr euch hineinzuschleichen versucht. Talos schütze euch. Bleibt auf der Hut. Gut, okay, dann... Das war für mich das Zeichen, dass wir mal so lange warten. Und dann versuchen wir uns mal in die Festung zu schleichen. Okay.
Also irgendwo unter der Mauer, haben sie ja gesagt. Da sehe ich es auch schon. Habe ich jetzt noch einen nach oben? Ah, hier geht's, glaube ich, lang. Ja, perfekt. Ab in den Kerker. Befreie die Gefangenen. Und ich würde jetzt hier an dieser Stelle einmal schnell speichern, bevor mir das nachher um die Ohren fliegt. Okay, also das ist schon noch ein ganzes Stück, was wir gehen müssen. Hier geht's nicht lang. Wo ist denn der Wachposten? Oder kann ich das einfach... Das mache ich doch so. Danke. Der Wach... Mal hin. Osten hat den Schlüssel. Das ist mal gut. Zeigen wir es diesen Dreckskerlen. Schade, aber ich habe ja genug. Jawohl. Perfekt. Hier ist keiner, aber hier mache ich trotzdem auf. Autsch. Der... Na, was ist denn jetzt los? Stufe Meister. Stufe Meister. Das sind die gemeinen Schlösser, ne? Ganz schmaler... Da ging es aber ein Stückchen weiter. Das heißt, ich muss hier... Yes! Hundefleisch. Jo, hier gibt es sonst nichts. Okay, die sind soweit alle fertig. Das ist aber auch echt witzig. Ich guck mal gerade, ob hier irgendwas rumfliegt. Das finde ich echt witzig, dass hier wirklich niemand war. Verflucht sei das Kaiserreich. Ja, ist ja gut. Ihr habt gewonnen. Ja. Hey, jetzt machst du ein bisschen auf. Perfekt. Danke. Ich dachte schon, ich würde hier drin versauern. Also, wie lautet der Plan? Das nehmen wir mit. Ah, der Kerkerschlüssel, den hätte ich... das wäre der, den ich gebraucht hätte. Amulett von Mara, das nehme ich mal mit. Jagdbogen. Ja, das, den Rest brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Schuppenhelm, der scheint relativ wertvoll zu sein. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Eine leere Truhe, sehr schön. Nichts wie weg hier. Und hier alles leere Weinflaschen noch. Ja. Okay, also sehr durstig die Leute hier. Das kann man schon mal festhalten.
Aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Hier Eisenschwert. Ja, alles nicht mehr auf meinem Niveau. Ist ja irgendwo vielleicht noch irgendwas. Sieht nicht danach aus. Nichts sonderlich Wertvolles. Jetzt hier ein paar Sägen. Auch nichts. Nichts wirklich Relevantes. Okay, dann gehen wir raus und ab geht die wilde Fahrt. In die Defensive gehen. So. Jetzt geht's schlafen. Vorne will noch jemand. Das war's. Ah, der ist außerhalb der Festung. Okay, gut. Ein paar Leute haben also auch verloren. Also ich würde jetzt hier gerne nochmal oben reingehen. Und schauen, ob ich hier vielleicht noch irgendwas abgreifen kann. Bevor ich Bericht erstatte. Hauptmannsquartier. So, Hauptmannsquartier. Kann man mitnehmen. Okay, jetzt ist zumindest irgendwas drin. Eisenschild der Magieresistenz. Nehme ich mit. Bernstein. Und jede Menge Kohle. Krieger. Blocken verbessert. Sehr gut. Was haben wir sonst? Sturmmantelhelm. Der ist nicht sonderlich wertvoll. Hier geht's raus, wahrscheinlich auf den Turm. War sonst noch irgendwas hier, was wertvoll sein könnte? Löte, Kleiderschrank. Da ist eine Kleidung drin. Und hier haben wir noch so eine Truhe. Die ist so versteckt. Da muss doch irgendwas drin sein. Perfekt, cool. Dann sind wir hier fertig. Geh noch mal ganz kurz nach oben. Vielleicht kann man da nicht umsonst hoch. Sollte man mal probiert haben. Was gibt's denn hier? Und da geht's sogar noch mal nach oben. Ist hier irgendwas? Ihr habt hier keinen Zutritt. Also verschwindet. Wer bist du denn? Ich werde den Boden mit eurem... So. Den nehme ich... Das nehme ich. Und das war's. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr gewesen. Vielleicht irgendwo noch irgendwas Verstecktes. Ja, ich glaube, so versteckt machen sie es dann doch nicht. Aber irgendwie... Nee, ich glaube, das war's. Okay. Dann gehen wir einmal zurück und erstatten Bericht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, da die Waffen brauchen wir jetzt nicht mehr. Sie
Beschreibung? Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Gut. Erobere Winterfeste zurück. Melde dich bei General Tullius. So, ich gucke jetzt nochmal gerade. Wir können jetzt eigentlich mal gucken, ob wir unser Inventar mal voll machen. Am besten mit irgendwelchen wertvollen Dingen, logischerweise, die wir gut verkaufen können. Den kann man, glaube ich, gut verkaufen. Jagdbogen ist relativ leicht. Können wir also auch einige von mitnehmen. Also ich glaube, da kriegen wir jetzt schon ein bisschen was. Ein bisschen was können wir jetzt auch schon. Oder kriegen wir auf jeden Fall wieder. Von dem, was wir jetzt hier ergaunert haben. Okay. Oh, Pferd hat es auch erwischt. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren. Schild. Ich glaube, die habe ich jetzt schon alle hier soweit gelootet. Ein paar. Auch den nehmen wir mit. Ach komm, lass uns doch mal umgucken. Also, ich glaube, das wird auf jeden Fall gut Kohle bringen. Wir haben jetzt schon einige von den Dingern, aber ich glaube, mehr ist hier auch gar nicht. Mehr ist hier auch gar nicht. Na gut, dann war's das. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Weißt du was? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich mache jetzt hier einmal voll. So. Dann können wir das alles einmal verkaufen. So, reicht jetzt, glaube ich, oder? So, hier noch was. Pelzschild. 8. Pelzhelm. So, gut. Alles klar. Dann machen wir uns dann auf den Weg. Und zwar Richtung Einsamkeit. Und dann können wir da einmal verkaufen. Du bist doch der Schmied, oder? Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Aber okay, ich kann ihn gerade nicht ansprechen. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr... So, da bin ich wieder. Ich musste nochmal gerade kurz husten. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Oh, jetzt trage ich zu viel. Aber da vorne kommt ja schon der Kollege. So. Wanderer wie ihr haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Ich möchte gern was verkaufen. Aber leider habe ich keine Zeit, sie mir anzuhören. Ich habe gute jetzt. Rüstungen. Wenn ihr werft einen Blick drauf.
Okay, also, was haben wir denn hier? Den Eisendolch, den würde ich gerne verkaufen. Den, ich glaube, meine ist gerade noch ein bisschen besser. Na, 26, ja. Verkaufen wir den. 12 Jagdbögen. Passt. Stahldolch, Stahl, Kriegsaxt. Auch verkaufen. Und ich glaube, das war es dann jetzt auch schon wieder. Dann gucken wir nochmal in die Bekleidung rein. Das würde ich gerne entzaubern. Dann noch die Pelzhelme. Pelzschild. Okay. Dann war's das. Passt auf euch auf. Ja, und tragt immer eure Rüstung. Gut, dann einmal zum General Tullius. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ich muss dir. Was? So. Und wie das jetzt hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne meinen Kanal und drückt auf die Glocke. Dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.